Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert. Ich muss mir überlegen, wie ich das mache jetzt. Ich muss mich doch hier einmal rumdrehen, oder? Hier, genau. Mimikma. Ah. Oh. Mimikma greift an. Mimikma beginnt mit Dunkelklaue, ist natürlich sehr effektiv auf unser Silvaro. Und wir antworten mit Schattenfessel. No shit. Ah, doch, warte mal. Ich wollte gerade sagen. Ein Banette. Verdammt, Mimikma schneller. Scheiße. Kacke. Und so geht Silvaro drauf. Fast gar nichts. Krass, Mimikma ist krass, Alter. Na klar. Trifft Unheilböen beide? Nein. Schlecht. Schattenfessel. Mimikma. Mimikma ist besiegt. FM erreicht Level 37. Kreideschrei von Banette. Und Banette ist besiegt. Du besiegst Mimikma, Herrscher.
Mimikma ist irgendwohin entschwunden. Im Pokémon-Sucher befindet sich ein weiteres Foto. Es ist ein verschwommenes Foto von Mimikma. Willkommen zurück, Matze. Dann will ich mir gleich die Fotos ansehen. Zeig mal her. Super, das ist Mimikma. Ein Schnappschuss von Mimikma gelingt nur den wenigsten. Bravo. Also dann. Prüfung bestanden. Ein schöner weiterer Z-Kristall. Du hast den Z-Kristall des Typs Geist, auch Phantomium Z genannt, an dich genommen. Willst du die Z-Kraft vom Typ Geist anwenden, dann machst du das mit dieser coolen Pose. Da du meine Prüfung bestanden hast, darfst du jetzt auch alle Pokémon fangen. Und die gibt's oben drauf. Finsterball. Geister-Pokémon sollte man immer dabei haben, wenn du mich fragst. Was? Ich soll dort gewesen sein und du warst in einem Hinterzimmer? Jetzt hör schon auf, Matze, du willst mich doch auf den Arm nehmen. In diesem verlassenen Laden gibt es schließlich gar kein Hinterzimmer und ich war die ganze Zeit hier draußen. Wenn du mir Angst einjagen willst, musst du dir schon eine bessere Geschichte ausdenken. Was war das denn? Mir ist es gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ob es wohl plötzlich kälter geworden ist? Ach was, das will ich mir bestimmt bloß ein. Und Mimikma da hinten. So, geil. Absolut geil. Richtig cool. So, dann geht's zurück. Zum Ätherparadies. Was ist eigentlich da drüben? Deck. Arg, alles voller Quabbel. Nicht doch. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Und Dreierkampf ist das. Wildes Quabbel. Natürlich hat's Genesung. Schön, wir haben Quabbel gefangen. Für Quabbel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Quabbel, das Gleit-Pokémon vom Typ Wassergeist, Größe 1,2 Meter, Gewicht 33 Kilogramm, durch das Meer schwimmende Beute umschlingt es mit seiner schleierartigen Armen und zieht sie in die Tiefe. Und so schaut Quabbel aus. Nein. Die Quabbel sind in den Wellen verschwunden. Puh, das war knapp. Vielen Dank. Hättest du nicht so beherzt eingegriffen, wie ich in diese prekäre Lage gekommen bin? Tja, eigentlich wollte ich nur ein einziges Quabbel fangen, aber dann hat es plötzlich seine Artgenossen zu sich gerufen. Ich weiß ja, dass sie nur spielen wollten, aber wenn man etwas von dem Gift aus ihren schleierartigen Armen abbekommt, wird man mir nichts
dir nichts gelähmt. Wird man mir nichts, dir nichts gelähmt. Aber ein Gutes hatte die Sache ja dann doch. Ich habe dich getroffen. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Mann, mein Herz schlägt immer noch so schnell vor der ganzen Aufregung. Oh, hast du nicht vergessen, dir etwas für deinen mutigen Einsatz zu geben? Hier nimmt diesen Fatum-Knoten als Erinnerung an unsere schicksalhafte Begegnung. Fatum-Knoten. Also dann, man sieht sich. Verdammt. Hier habe ich einst um die Hand einer meiner Frau angehalten. Jetzt weilt sie nicht mehr unter uns. Alter, du Creep. Alter. Also das ist schon ein bisschen krank. Und da kämpft mit Velsa. Kommt uns sehr entgegen. Wasserboden-Pokémon. Wir haben ein Pflanzen-Pokémon am Anfang. Wir setzen Laubklinge ein. Sehr schön. Kramschiff kommt als nächstes. Unlichtflug. Ampharos ist besiegt. Pupita Steinhagel. Oh, Alter! Das kann ich auch, Freundchen. Aber das sieht direkt wie. Alter! Oh, Knogger! Alles klar mit einer Attacke! Wie schnell es einfach angreifen kann, das ist unfassbar. Leg dich nicht mit Wolverock an, Freundchen. Team 30 Spukball. Sehr schön. Pokémon, wir fliegen jetzt mal kurz zum Pokémon Center, nachdem hier alle besiegt sind. Bis auf Wolverock. So, und dann beenden wir auch hier die Folge. Genau, ja, bitte einmal fit machen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn es heißt Pokémon Ultrasonne. Wir müssen jetzt zurück erstmal zum Ätherhaus und zu Lola und Co. Und dann schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Genau, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao mit
V.